14 Tage, 2 Wochen lang, habe ich jeden Tag Lakritz gegessen, um einer Theorie auf den Grund zu gehen. Kann ich meinen Geschmack darauf trainieren, Lakritz zu mögen? Und zu meiner Überraschung hat das tatsächlich geklappt. Ah, Digga. Es ist halt einfach, ich würde schon fast sagen, ganz lecker. Und als frisch konvertiertes Mitglied im Team Lakritz werde ich jetzt gemeinsam mit euch die Welt von Lakritz entdecken. Schreibt mir bitte in die Kommentare, welches Lakritz ich unbedingt testen muss. Heute auf dem Plan, Schulkreide. Ich muss vorab sagen, das Witzigste an diesem Vorschlag von euch war, dass jedes Mal, wenn jemand das vorgeschlagen hat, dass diese Person in dem Kommentar immer noch deutlich gesagt hat, pass auf, ich meine jetzt nicht Schulkreide, ich soll jetzt nicht Schulkreide essen, sondern das ist eine Süßigkeit, die Lakritz enthält. Nicht, dass du jetzt Schulkreide isst. Danke für den Hinweis an der Stelle. Wir haben es hier. Also geschmacklich habe ich absolut keine Ahnung, was ich mir darunter vorstellen soll. So sehen die aus. Und ja, let's go. Okay. Okay. Kann man auf jeden Fall machen. Ist eine sehr zähe Konsistenz, bricht aber sofort auseinander. Also das, wo so eine äußere, das Weiße ist, wo so eine äußere Schicht. Und darunter wird wohl ziemlich sicher einfach normales schwarzes Lakritz sein auch. So vom Geschmack her auf jeden Fall. Ich überlege gerade, soll ich es mal aufschneiden? Ja, okay, komm. Man sieht hier diesen äußeren Lakritzrand. Aber ich muss sagen, geschmacklich ist echt gut. Also das ist eins von den wenigen Sachen, wo ich mir vorstellen kann, dass ich das nochmal esse. Und ja, ich würde sagen, achso, was gebe ich dem? Oh, das ist eine gute, eine 7,4 von 10 auf jeden Fall. Ist jetzt nicht absoluter Favorite, aber so wenn es irgendwo rumliegen würde, würde ich es wahrscheinlich nochmal essen. Und ja, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Tschüssi.